Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu den fantastischen Abenteuern von Balduin Speckmeister. Nein, wir sind nicht bei Van Helsing, wir sind bei New Star Soccer. Wir spielen eine Runde Fußball, mehr oder minder. Und ich würde sagen, wir sind noch einigermaßen fit. Wir haben eh kein Geld für einen Energy Drink im Moment. Wir spielen erstmal eine Runde. Volle Schusskraft wird erreicht, indem du den Ball direkt in der Mitte triffst. Spielst du ihn in der oberen oder unteren Hälfte? Nee, spielst du in der oberen Hälfte, hältst du den Schuss flach. Ja, klar. So, auf geht's gegen Darmstadt. Muaha. Na, und da legt Darmstadt uns gleich mal ein Ei. Das finde ich jetzt nicht so super. Ja, dafür gleichen wir aus. Ich mache jetzt bewusst mal wenig Einsatz im Moment, weil ich nicht so wahnsinnig viel Energie habe. Und da gibt es auch schon das 2:1 für uns. Diese spannenden Matches. Ich bin... meine Nerven machen sowas nicht mit. 3:1 und... hallo? 3:1. Und das nach nicht mal 35 Minuten. Was für ein Spiel. Wow, da habe ich hier kurz vor Ende der ersten Halbzeit doch nochmal die Chance, was zu machen. Spiele ich einen super Pass. Da habe ich nochmal den Ball. Den kann ich eigentlich schön in den Lauf spielen. Aber er läuft nicht. Okay, war vielleicht auch ein bisschen steil, gebe ich zu. So, Halbzeit. Zeit für etwas mehr Einsatz. Ah, ich kann das hier auch noch schneller machen. Das ist schön. Oh, der Pass ist unterwegs fast verhungert, führt aber zu einem Tor. Großartig. Okay, ich glaube beim 4:1, da brennt nicht mehr viel an. Oh, das wird interessant. Oh, der kam ganz gut, möchte ich sagen. Also passen kann ich. Aufs Tor schießen ist noch nicht unbedingt meine Stärke. Was? Ist der denn weggesprungen? Wollt ihr mich rollen? Habe ich das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen laut. So. So lala. Ich hätte ganz gerne mal einen Sponsor. Wir gewinnen, sind immer noch Vierter, okay, weil offensichtlich alle anderen auch gewonnen haben. Und wir auch eine schlechtere Tordifferenz haben als Osnabrück. Wer auch immer Stutt 2 ist, oh Gott. Das sind echt alles, ne, also Osnabrück, Stuttgart 2, Karlsheiß Jena. Boah, kenne ich diese ganze Mannschaft nicht, ich habe mit Fußball eigentlich gar nichts am Hut. Naja, egal. So, wir sind auch immer noch matchfit, erstaunlicherweise. Wie sieht's denn im Leben aus? Wir sind total unzufrieden. Aber warum? Wir machen mal ein bisschen was mit Fans oder so. Du schenkst einem Fan eines deiner Trikots. Das verbraucht auch super viel Energie, das ist ganz klar. Wenn ich mein Trikot verschenke nach dem Spiel, da bin ich natürlich... auch, also das dauert Stunden, so ein Trikot irgendwo hinzuwerfen ins Publikum. Das ist sehr, sehr exhausting, definitiv. Und glücklich macht mich das natürlich auch überhaupt nicht. Das ist vollkommen klar. Super, jetzt ist meine Energie zu niedrig und wir... Ach, das ist doch scheiße. Ja, komm. Gott, Dilemma. Team oder Trainer? Team oder Trainer? Team oder... Ja, Team. Team ist mir da gerade wichtiger. Erfolge? Was? Nein, ich will jetzt nicht Erfolge. Ich will spielen. Ah, weiter. Ja, ich sitze auf der Bank. Mir scheißegal. Egal, ob der Trainer verärgert ist. So, kannst du jetzt hier mal losgehen, bitte. Scheint jetzt auch nicht so dramatisch zu sein, dass ich auf der Bank sitze.
R1. Ich bin gerade Pokal. Habe ich was verpasst? Wer ist eigentlich Elvers? Spielen wir gerade gegen Jenny Elvers? Oder... Ach, Speckmeister kommt rein. Hey, wir spielen total mit. Okay, die Blauen sind unsere. Ach, der Pass war total super. Der hat einfach nur mal einen Schritt vor... Na, egal. Stellen sich aber auch alle an. Puh, das wird interessant. Jawohl, sehr schön. Eine Vorlage gebracht und dann passen wir nochmal ganz smooth. Das läuft doch, möchte ich sagen. Oh, das ist natürlich auch die Gelegenheit, nochmal eine super Vorlage zu liefern. Jawohl, 4 zu 0. Kann die Jenny einpacken. Und schon wieder, oh Gott, ich finde das gerade total verwirrend. Ich habe hier nicht nur das Spiel, sondern auch das Aufnahmefenster, wo ich quasi schon den Hintergrund mit diesem spannenden Fußballer und so drin habe. Und da das Bild einfach größer ist, spiele ich einfach darüber. Das ist ein bisschen wirsch, ich weiß. Ach komm, da hätte er voll reinkommen können. Scheiße. Naja, 4-0, ein paar tolle Pässe. Ein paar tolle Pässe kann man machen. Hey, gewinne ein Cup-Spiel. Okay, dann haben wir tatsächlich gerade im Pokal gespielt. Matchwertung 10,0. Hey. Free to play on PC und Mac. Ja, bin ich gerade dabei. Danke. Nächstes Match, Saarbrücken gegen Werder im zweiten Cup-Bracket. Huh, ich bin der Starman. Nicht von dieser Welt. Balduin Speckmeister von Saarbrücken spielte auch gegen Elvers wieder in seiner eigenen Liga. Erst im Moment wirklich in bestechender Form. Ja, deswegen war ich ja auch nur Auswechselspieler, ganz klar. Ganz klar, möchte ich sagen. Dann spielen wir jetzt also gegen Bremen 2. Oder direkt gegen Bremen, ich war mir gar nicht sicher. Eine gute Beziehung zum Team wirkt sich in mehr Chancen auf dem Spielfeld aus. Okay. Warum spielen wir jetzt gegen Nee, komm. Gib mir mal ein anderes Trikot. Ja, genau, wir spielen einfach beide in Weiß. Das ist die richtig gute Idee. Eine zwielichtige Gestalt macht dir ein Angebot. Wenn du im nächsten Spiel absichtlich schlecht spielst und verlierst, der dir $5 zahlen, lässt du dich $5. Geh mal weg. Super Chance für mich. Das muss ich eigentlich locker machen. Oh, Volley. Und drin. Ich kann es noch. Ich kann es noch. Oh, eine weitere gute Chance für Specky Spock Speckmeister. Ein bisschen lupfen. Ah, das war scheiße. Ich hätte mehr Power gebraucht. Nee, den mache ich nicht direkt. Das wird eh nichts. Dafür steht da zu viel Gekraute rum. Spielen wir lieber einen Pass. Ah, er verkackt's auch, aber hey, wenigstens habe ich einen guten Pass gespielt und bin Teamplayer, weil ich den Ball abgegeben habe. Andererseits hätte ich sonst eine Torchance vergeben und das sieht immer scheiße aus. Diese Torchance hingegen kann total was werden. Und sie wird's auch. Bam! Das gibt Geld, sehr schön. Ah, dann machen wir nochmal einen gediegenen Pass. Voll viele Chancen, obwohl ich mit wenig Einsatz spiele. Finde ich super. Und noch eine Vorlage. Was für ein Spiel. Ich hab's drauf, würde ich sagen. An allen drei Toren beteiligt. Ah, scheiß auf das 3-1. Oh, Moment. Gerade sagen. Übertreibt's hier mal nicht, Kinder. Interview. Merk dir die grüne Sequenz. Okay.
Und das war's. Ist ja super. Hey, wir kriegen ganze 3 Dollar und sind mal wieder Star des Tages. Fantastisch. War das jetzt im Cup oder war das... Nee, das war total in der Liga. Womit wir auf den fantastischen 3. Platz vorrücken. Das ist ein Relegationsplatz oder sogar Aufstiegsplatz, ich bin mir nicht sicher. Der Farbe nach wahrscheinlich eher Relegationsplatz. Und ich bin mal wieder der Starman. Bam. Die Fans von Saarbrücken stimmten Lobgesänge auf Balduin Speckmeister am Ende des Matches. Der Name ist einfach der Traum. Um seine ausgezeichnete Leistung zu feiern. Ja, das freut mich. Das freut mich ungemein, möchte ich sagen. Wir haben einigermaßen Energie. Wir haben Kohle und könnten uns Schuhe kaufen. Machen wir auch mal. Die NS Mercury. Die... Was viele Leute nicht wissen, die Schuhe sind nach alten Reichsflugscheiben benannt. Die NS Mercury, ja. Fantastisch. Oh, ich breche ab, ey. So, die halten aber auch schon mal ganze 5 Spiele. Apropos Spiel, wir machen mal total ein Spiel. Ein Teamkollege lädt dich ein, seinen Whirlpool auszuprobieren. Das bringt mir Energie. Oh, ich dachte, das kostet ja Energie mit dem Teamkollegen im Whirlpool, aber okay. Finde ich super, dann können wir ja nächstes Match total reinhauen. Gegen Jan irgendwas. Gott. Haben die hässliche Trikots. Wir machen aber in der 14. Minute gleich mal das 1-0. Na, den habe ich mal easy mitgenommen. Zeit für einen Pass. Okay, das war jetzt eher träge, aber hey, er kam an. Den könnte ich natürlich. Na, ah, der geht. Ah, an die Latte. Schade, 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 schade. Das hätte gut was werden können. Das, wenn der drin gewesen wäre, wäre ich Held des Tages gewesen, keine Frage, oder? Ja, spiele ich natürlich nach vorne. Direkt, nicht direkt. Nee. Zu weit weg. toll, jetzt liegen wir 2-0 hinten. Ich meine, den einen Treffer vorhin gemacht, das wäre total super gewesen. Also, wie viel Energie habe ich denn noch? Oh, komm, wir brauchen mal mehr Einsatz hier. Wow, Alter. Ich mache das mal, ne? Ist eine super Idee. Schade eigentlich. Wenigstens den Ball gleich wieder geholt. Nochmal die Passchance hier. Kannst dich auch gern einen Meter bewegen dafür. Das ist doch scheiße. Ja, dass der den verkackt, war ja irgendwie klar. Aber was soll ich denn da machen? Langes Eck. Langes Eck und ein bisschen drehen. Bäm! Zumindest noch ein Tor geschossen, auch wenn das vielleicht nicht mehr zum Sieg reicht. Ah, reicht leider nicht mehr. Aber hey, immer noch ein Tor geschossen. Und damit sind wir auch wieder Spieler des Tages, eindeutig. Sinken aber zurück auf den 4. Platz. Das ist natürlich nicht ganz so super. Wie sieht es hier aus? Energie ist noch ganz tutti. Ja, dann habe ich auch immer noch nicht so richtig viel Kohle. Ich hätte schon ganz gern irgendwie... Vertrag, genau. Ich hätte ganz gern einen Sponsorenvertrag, aber ich glaube, die kommen einfach irgendwann auf mich zu. Ich bin mir da gerade nicht mehr sicher. Wir spielen einfach noch mal eine Runde.
gegen Wacker Burghausen vermutlich. Alter. Legen die uns direkt einen rein. Das finde ich jetzt natürlich nicht so geil. Gott, und es regnet wie die Sau. Okay, Gott, hier stehen so viele Schiedsrichter. Okay, den muss ich machen. Yes! Okay, das war der Ausgleich. Damit ist das Spiel wieder offen. Und den Ball abgefangen haben wir gleich auch noch. Das läuft. Saarbrücken fängt sich allmählich wieder. Wacker Burghausen hier die große Konkurrenz ist, bleibt abzuwarten. Jetzt ein psychologisch wichtiges Tor vor der Halbzeit, das wäre gut. Und Specky Speckmeister hat eindeutig die Chance dazu. Gucken wir mal, was er aus der Chance macht. Und jawohl, da ist das 2:0 für Saarbrücken. Entschuldigung, das 2:1 für Saarbrücken. Mit diesem 2:1 gehen sie auch in die Pause. Das gibt natürlich Selbstvertrauen, den Rückstand aufgeholt, in Führung gegangen und mit einem Torvorsprung jetzt in die zweite Halbzeit starten. Das ist nie verkehrt. Das verdanken sie hauptsächlich natürlich Balduin Speckmeister, der auch heute wieder eine fantastische Leistung bringt. Abgesehen von diesem Pass. Den hat niemand gesehen. 3:1 für Saarbrücken. Das sieht aus, als wäre das Spiel hier gelaufen. Ja, 3:1 ist auch der Endstand hier in der dritten Liga bei Saarbrücken gegen Wacker Burghausen. Ich möchte sagen, wir haben es schon ein bisschen drauf. Wir haben unseren Star-Status erhöht. Unglaublich! Bringt uns das jetzt was Fantastisches oder sind wir jetzt einfach nur ein toller Hecht? Der Trainer von Saarbrücken war regelrecht erfüllt von Stolz aufgrund der erstklassigen Leistung von Balduin Speckmeister im Spiel gegen Wacker. Das war eine super Sache. Absolute Spitzenklasse. Will ich aber auch gehofft haben. Weißt du, vor zwei Spielen war er noch pissig, weil ich irgendwie nicht genug Energie hatte, um das ganze Spiel durchzuspielen. Und jetzt bin ich hier der Mann des Tages, seit Wochen. Quasi Mitarbeiter des Monats. Ich glaube, ich möchte ein bisschen trainieren, wenn ich ehrlich bin. Was kann ich denn im Casino eigentlich machen? Oh, ich kann Blackjack spielen. Pferderennen, Spielautomat. Verliere ich doch überall. Nee, komm, das kann ich machen, wenn ich Geld habe, aber nicht jetzt. Handy ist mir gerade auch nicht so wichtig. Ich würde gerade. Achso, Moment. Ja, trainieren möchte ich auf jeden Fall. Klare Sache, aber. Lifestyle, hier wollte ich nicht. Ich kaufe mir jetzt so ein scheiß Handy, Mann. So, ach Gott, Fahrzeuge gibt es hier auch noch. Geil, ich kann mir ein Fahrrad kaufen für 10 Dollar. Oder einen Sportwagen für 70. Also ich bin mir ja nicht sicher. Kann ich hier nicht noch weiter nach unten scrollen? Nee. Ach doch, so geht das. Ich kann mir einen scheiß Hubschrauber. Vor allem ist so geil, das Fahrrad kostet 10 Dollar und der Privatjet kostet 100. Also irgendwas läuft da falsch. Ich kann mir ein Apartment holen oder irgendwann eine Privatinsel für 1000, alles klar. Was kann ich mir noch für finden? Eine goldene Uhr. Ja, die brauche ich ganz dringend. Ganz dringend brauche ich eine goldene Uhr. Ganz wichtig. Ich würde trotzdem ganz gerne trainieren, wenn ich ehrlich bin. Und zwar ein bisschen Freistöße. Ich schneide den Ball an, um ein Tor zu schießen. Muss ich gar nicht. Warum sollte ich da den Ball anschneiden? Sehe ich überhaupt nie ein. Ach komm, wir machen mal noch einen. Ach komm, da habe ich doch einmal frei dran vorbeigeschossen. Kann ich da nicht auch einfach lupfen? Ja, total. Ah, das bringt jetzt natürlich nur zwei. Das ist natürlich bedauerlich. Ja, ja, nicht aufgestellt. Mir egal. Kann ich jetzt nicht noch hier irgendwo. Dem Trainer ist hauptsächlich deine Leistung im Match wichtig. Wenn du allerdings deine Freundin öfter in den Schlagzeilen auftauchst, kann ihn das vermutlich nicht glücklich stimmen. Keine Ahnung. Der Trainer hat dich für dieses Match nicht aufgestellt. Er kocht vor Wut.
Hallo, Entschuldigung, ich war mit Trainieren beschäftigt. Das ist ja wohl auch wichtig. Toll, jetzt haben wir Haushof verloren. Das ist doch scheiße. Na gut, dann, ja, war jetzt natürlich am Ende nicht so glorreich, aber gut, dann gucken wir mal. Ich denke mal, in der nächsten Spielzeit können wir wieder ein bisschen was reißen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, sage vielen Dank fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.